Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Puzzle & Dragon Z. Wir sind jetzt in den endlosen Sumpflanden. Und spielen diesmal mit Russell weiter. Los geht's. Wie mache ich das denn diesmal hier? Hm? Machen wir so und dann so. Und dann so. Ja, immerhin. Haben wir doch ein bisschen was zustande bekommen. Schildkröte schon mal erledigt. Jetzt kommen die. Doppelter Damage ist bei dem natürlich schon ziemlich hart. Immerhin den ganz links erledigt. Und wenn ich jetzt nicht was Großartiges unternehme, sind wir down. Deswegen bin ich jetzt ja quasi schon gezwungen, hier zweimal ein Burning Breast zu machen. Und dann hier die Heilung mitzunehmen. Ich glaube, ich mach's so. Dann haben wir eine vernünftige Heilung und genug Schaden, um ihn zu vernichten. Ah, sind beide Wege recht lang. Ich glaube, ich nehme den rechten, weil wir da keinen Versus-Kampf haben. Damit sollten wir uns einen Kampf eigentlich ersparen. Puh, unsere Drachenform. Okay. Und so. Und so. War diesmal nicht wirklich gut gelegen, dass man da vernünftige Kombos raushauen konnte. Immerhin haben wir den besiegt. Und haben damit nur noch diesen Drachen da. Dumm ist halt, dass er wirklich ründlich angreift. Das nervt dann doch auf Dauer ganz schön. Ich will das Shade. Deswegen kriegt Shade auch gleich mein Burning Breath ins Gesicht. Und noch einen vernünftigen Angriff hinterher. Damit sollten wir eigentlich wieder voll geheilt sein. Jawohl. Ja, wir haben 16.000 Heilung gekriegt, damit 50.000 Leben insgesamt. Ah, und wir bekommen seinen Chip. Das finde ich gut. Aber wir haben die Ultra-Dinger noch nicht. Also bringt uns das auch noch nicht so viel. Oh, Struwwel, wie erwartet ist dieses Gebiet nicht gerade einfach? Die meisten Gegner hier scheinen Wasser- und Schattenmonster zu sein. Dagegen sind Holz- und Lichtmonster hilfreich, aber denke auch immer an die Anführerfähigkeit. Nur ich darf ich nicht mitnehmen, Mann. Es ist nicht einfach, sich für das richtige Team zu entscheiden, aber du schaffst das schon. Viel Erfolg. Ich habe heute schon als Anführer, aber Licht kann man hier nicht mitnehmen. Was ist das für ein unnützer Tipp? So. Immerhin eine Schädige getötet. Dann. So. Okay, zweite Schädige getötet und damit ist nur noch der Drache übrig. Okay, der Angriff geht. Sollte ihm auch wieder ordentlich wehtun. Heilung war auch wieder mit dabei. Und weg. Full Life weiter. Jetzt zur Truhe. Und danach noch ein bis zwei Kämpfe.
5 vertikal. Habe ich. Jetzt noch die Kombos. Einmal so, und einmal so. Noch eine Vierer-Kombo. Das schaffe ich schon irgendwie. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das wird eng. Fünf, ja. Aber ich brauche ja nur vier. Okay. Dann haben wir die Truhe geöffnet und es ist natürlich wieder nur ein unnützer Talisman drin, den wir nicht gebrauchen können. Also unnütz ist er nicht, aber wir brauchen ihn halt nicht. Oh, sieht so aus, als wenn nur noch ein Kampf kommen würde. Ein Burning Breath. Am besten gleich noch eine, damit wir das Viech ganz rechts schon mal los. Und der Drache ganz links hat nicht mehr ganz so viel Leben. Also machen wir so, und dann machen wir so. Und dann, ah, schaffe ich das nicht ganz. Okay, Schildkurt ist weg. Und der macht einen Shadow Blade. Ah, ich glaube, das hat uns sogar unten richtig schön viel was gemacht. Ja, reicht das denn? Ich glaube nicht. Ne, die Kombo war nicht so gut. Mann, warum machst du das gleich doppelt? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Oh oh. Ich krieg gar keinen richtigen Angriff hin. Scheiße, jetzt habe ich mich so aufs Heilen konzentriert, dass ich... Oh, es reicht aber. Boah. Dass ich keinen richtigen Angriff hingekriegt habe. Zum Glück war es Feuer, davon haben wir zwei dabei. Oh, und wir kommen bis zum Boss. Sehr schön. Das sind die beiden Drachenverwandlungen. Deswegen haben wir gleich einen Burning Breath hinterher. Mehr können wir aber leider noch nicht machen. Das wird nicht einfach hier. Okay, meine rechte weg. Ach, verdammt, dafür erhöht er seinen Angriff. Wissen wir, was dagegen unternehmen? Und da ist so eine Kombo doch schon mal gar nicht so schlecht. Noch ein Burning Breath und dann ist er gleich weg. Jawohl. Puh. Wieder gerade so geschafft. Frage ist, wann kommt hier der Boss? Da, ewig währender Morast. Ich kriege diesmal wieder einen Pflanzenpartner. Ja, Roma ist wieder da. Alles klar. Wurde ja sogar der Tipp gegeben, dass hier quasi Pflanze hilfreich ist. Uns wurde auch der Tipp gegeben, dass hier ein Typ hilfreich ist, den wir gar nicht mitnehmen können. Also sollten wir uns mit den Tipps beherzigen, vielleicht ein bisschen zurückhalten. Okay, machen wir noch einen Burning Breath drauf. Und dann... So. Okay, gute Heilung und guter Schaden. Weg und wieder fast voll. Gehe ich da nach links? Gehe da nach links. Puh, 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 puh. Oh,
warum kommen hier so viele krasse Gegner? Ich will doch nur das Kack-Level schaffen hier. Warum soll ich mir so viele krasse Gegner in den Weg schmeißen? Vergiftet mich jetzt sogar, oder was? Nee, der Armor Break. Die nächsten Angriffe von denen machen doppelten Schaden und der greift jetzt ründlich an. Was für ein Kack. Die sind schon ziemlich krass. Und jetzt kommt wieder nur so eine Scheiß-Kombo. Jetzt macht er einen doppelten Angriff. Das müsst ihr euch mal geben, das sind Standardgegner hier. Die sind so krass drauf. Das ist doch nicht... Ach, leck mich am Arsch. Es reicht nicht, den einen zu killen. Ja, aber... Ach, jetzt sieht es mal einen Doppelschlag. Das ist doch auch kacke. Wir versuchen weiter uns gegenzuheilen. Das Dumme ist halt echt, dass es hier keine One-Ups wie bei Mario Bros. Edition gibt. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, gut, dann lasse ich mich jetzt mal. Dann opfere ich hier halt ein One-Up, dann investiere ich das halt in diesem Level. Das geht halt nicht. Gibt es nicht. Aber wir sind, glaube ich, wieder vollgehalten. Er ist down. Boah, wir sind wieder irgendwie vorbeigekommen. Es war wieder sauknapp. Vor allem durch unsere verringerte Verteidigung. Maximal Anzahl an Fertigkeitenpunkten. Naja, immerhin. Toll, dass ich die gerade eben extra gespart habe, damit wir sie jetzt vollgeheilt bekommen. Hat sich ja gelohnt, die eben extra zu sparen. Dann können wir sie hier gleich wieder ausgeben. Einmal. Ja, die greifen gleich beide in der nächsten Runde an. Das wäre ziemlich mies. Wenn der links erst unsere Verteidigung verringert und der rechte dann gleich krass angreift. Deshalb. Machen wir so. Gleich alles raushauen, was wir so dabei haben. Und jetzt kommt keine Kombo zusammen. Reicht doch aber, um den zu killen, oder? Ja, zum Glück. Dann verringere du mal unsere Verteidigung. Mach das mal, wenn du Spaß dran hast. Ich wollte gerade sagen, da kommst du mir nicht mehr dazu, das auszunutzen, aber doch, er kommt gerade noch so dazu. Dann versuche ich jetzt, während ich ihn kille, gleich noch mal ein bisschen Heilung zusammenzukriegen, so. Wieder Full Life. Nach links. Auch jetzt sind die beiden gleichzeitig. Auch ich hasse es. Och nö, jetzt sind die wieder beide gleichzeitig. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. So, jetzt aber. So. Na also, könnt ihr dich nach links abbiegen. Und wieder gar nicht mehr so schwache Gegner. Einmal das drauf. Dann haben wir die meisten nämlich schon. Genau. Fünf auf einmal. Sollte gehen, ne? Habe ich. Und die Kombos kriegen wir ja wohl auch hin. Na also, haben wir schon. Der Drachenstein. Noch ein Kampf, dann kommt das kleine Drecksie. Oh Gott, die Schildkröte hat eine Weiterentwicklung.
Okay, dann müssen wir uns trotzdem erst um den kümmern. Die Schildkröte wird schon heftig. Aber wenn der noch unsere Verteidigung verringert und die Schildkröte dann so stark angreift, dann ist ja wirklich alles vorbei. Der hat unsere Verteidigung verringert, dann ist es scheißegal, ob wir jetzt auf ihn gehen oder nicht. Wir sind doch instant tot. Das ist doch keine Chance gegen die Schildkröte und den. Der eine hat einen monsterkrassen Angriff und der andere kann deine Verteidigung senken. Und eine gute Verteidigung. Haben beide. Was zum Teufel? Oh, die hält nicht viel aus. Oh nein! Okay, die hat mir unsere Dingens da unten verringert. Die hält gar nicht viel aus, die Schildkröte. Die Lebensleiste sieht nur voll riesig aus. Ist ja voll der Betrug. Die verarschen unwissende Spieler. Weg. Dann war das doch nicht so schlimm. Mann, hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich gleich auf die Schildkröte gegangen. Egal, dafür können wir uns hier wieder gut heilen. Ich habe aber keine Combo hingekriegt. So, und jetzt haben wir uns gut geheilt. Kannst ruhig fliehen, Mann. Hau ab. Ich will dich nicht. Dann besiegen wir dich halt, wenn du nicht fliehen willst. Und das alles hier für 100 Devoid-Würfel. Toll. Aber wir kommen beim Boss an. Letzter Kampf vom Boss. Das sind nochmal die beiden Vollidioten hier. Burning Breath. Ich würde auch sagen, wir gehen erst auf die Schildkröte, weil die kann echt Damage machen, denke ich mal. Die Vorentwicklung kann jetzt schon echt stark reinhauen. Armor Break. Unsere Verteidigung ist vernichtet. Okay. Das sieht aus, als könnte es wehtun. Tut es auch. Beide weg, ohne Leben zu verlieren. Sehr schön. Boss. Ich habe dich erwartet, Strubbel. Wer bist du? Ich bin Pathos von Dogmas Garde. Ich habe gehört, du hast Logos und Ethos besiegt. Du musst ganz schön stark sein. Umso größer wird meine Genugtuung sein, wenn ich dir nicht den Hauch einer Chance lasse. Meister Dogma, vielen Dank für diese Gelegenheit. Zeig mir, was du kannst. Gegen mich bist du machtlos. Zum Angriff, Lightning Holy Dragon. Lichtrache? Oh ja, ein ordentlicher Lichtrache. Oh, verdammt, der sieht stark aus. Oh, der hält nicht ganz so viel aus, das ist gut. So. Okay, dann... So. Warum verliert er kein Leben? Okay, dann mache ich doch lieber Burning Birds wieder. Da verliert er ziemlich viel Leben. Vielleicht hat er doch einfach nur eine gute Abwehr. Das kann auch sein. Dann versuchen wir die mal irgendwie zu durchbrechen. Und uns gleichzeitig zu heilen. Oh, das sieht nach einem guten Angriff aus. Und die Z-Sphäre durchdringt doch eigentlich auch Abwehr, ne? Ja, damit ist er weg. Puh.
5000 Depoldwürfel. Der Dungeon geschafft. Ich wurde besiegt, das kann nicht sein. Alles für Paradox. Dann waren es nur noch drei Gebiete. Als nächstes kommt eine Wüste. Da werden wahrscheinlich eher Feuergegner auf uns lauern. Struvisal, hervorragende Arbeit im Totensumpf. Und wohin geht's jetzt, Captain? Ja, nächstes Ziel ist der Drachenfriedhof. Der Drachenfriedhof? Hast du schon von Erddrachenkönig Avalon gehört? Eins herrschte über die Drachenmenschen. Oh, bestimmt. Von dem Höhepunkt seiner Macht herrschte der Erddrachenkönig Avalon über die halbe Welt. Er kam zu solcher Macht, indem er seine Sache Drachensoldaten mit verbotener Magie stärkte. Wenn sie im Kampf fielen, verschwanden ihre Seelen und nur ihre Knochen blieben zurück. Als er die gesamte Oberwelt unterworfen hatte, forderten er die Himmelsdrachen heraus. Bis heute ist Avalon der mächtigste Drache in der Geschichte der Oberwelt. Dogma gab seiner Festung den Namen Albtraumschloss Avalon. Möglicherweise ist das eine Hommage an den Drachenkönig. Mein Name wird Dogma Schloss erreicht, Struvel. Es ist nicht mehr weit. Gehen wir. Auf zum Drachenfriedhof. Also war Avalon ein Drache, der andere Drachen kontrolliert hat, oder wie? Ich dachte, der hieß Drachenkönig, weil er quasi der König der Drachen war. Also Mensch oder irgendwie sowas. Da hätte ich mir nämlich fast gedacht, dass Enigma das eventuell ist. Wie ist er, Enigma? Also der Typ, der mit Dogma da immer rumläuft. Hätte ich mir dann fast zugetraut, dass er das ist. Drei Farben Dungeon. Okay, das könnte doch mal schnell gehen. Aber wir schauen uns das im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir in die Ruhestätte des Generals gehen. Bis dann und auf Wiedersehen.